Wir nehmen etwa 150 Stipendiatinnen und Stipendiaten pro Jahr auf in bis zu 3 Auswahlverfahren. Insgesamt haben wir jetzt 500 Ruhrtalente im Schülerstipendienprogramm und sind damit das größte regionale Schülerstipendienprogramm in Deutschland. Ich möchte Jura studieren und möchte dann später auch vielleicht im Bereich Fernseher was machen, Schriftstellerei, Politik. Ich durfte durch Ruhrtalente zum Beispiel ein Praktikum im Bundestag machen. Das hilft enorm, man bekommt eine andere Sicht und man bekommt sehr viel Beratung und Unterstützung und das ist wirklich eine langfristige Unterstützung. Bewerben können sich Jugendliche ab der 8. Klasse, die durch ein besonderes Engagement innerhalb der Schule oder außerhalb der Schule oder familiäres Engagement auffallen oder aber überdurchschnittliche Leistungen erbringen in ihrem individuellen Lebenskontext und die vielleicht ohne eine Unterstützung wie bei den Ruhrtalenten eben ihr Talent nicht so entfalten können, wie sie es gerne würden. Wir legen da keine größeren Geldbündel auf den Tisch, sondern wir wollen die jungen Menschen da abholen, wo sie stehen. Wir wollen sie in Erfahrungshintergründe einbringen, wir wollen sie mit Kultur in Verbindung bringen, wir wollen sie mobil machen, Schokoticket beispielsweise. Das sind Sachthemen, mit denen wir sie in Verbindung bringen, wo sie selbst dran wachsen können, wo sie selbst merken, hey, ich kann Dinge, die habe ich mir selbst noch nie zugetraut. Im Jahre 2017, als ich mein Amt übernommen habe, durfte ich dann auch zeitgleich die Schirmherrschaft für die Ruhrtalente übernehmen. Darüber habe ich erfahren, was für ein tolles Projekt die Ruhrtalente sind, welche Chancen wir hier jungen Menschen zukommen lassen. Wir haben dann darüber in der Ruhrkonferenz entsprechend gesprochen und geschaut, wie können wir denn dieses tolle Projekt in die Fläche bringen. Und darüber sind dann tatsächlich die NRW-Talente entstanden. Der zentrale Erfolgsfaktor für dieses großartige Projekt Ruhrtalente ist die begeisterte Mannschaft, die mit Herzblut junge Menschen einfach fördern will. Sie unheimlich ernst nimmt, sie ermutigt, sie befähigt, ihre Potenziale rauszukitzeln, an die sie häufig selbst gar nicht geglaubt haben. Mein Horizont hat sich enorm erweitert. Ich habe sehr viel über den Tellerrand geschaut. Ich habe gelernt, aus mir herauszukommen und wirklich Herausforderungen anzunehmen.